Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, eine halbe Ewigkeit ist es her, dass ich das letzte Mal ein Update zu den Reseller-Deals, die ich für euch veröffentliche, gemacht habe. Heute ist es wieder soweit. Heute schauen wir uns die letzten Deals an, die ich hier für euch bereitgestellt habe. Wir schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben, wie immer, und wie viel Gewinn wir damit erwirtschaften konnten. Und das Ganze in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal anschauen, welche coolen Deals ich hier mit euch geteilt habe und wie man davon profitieren konnte. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und möchtest du gerne solche Deals bekommen, die du profitabel kaufen kannst und dementsprechend gewinnbringend weiterverkaufen kannst? Dann findest du alles weitere unten in der Beschreibung, wie du dich für den Newsletter komplett kostenlos anmelden kannst, komplett unverbindlich. Das Ganze, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann lass uns keine Zeit verlieren und loslegen und schauen, welche Deals denn hier wirklich profitabel waren und welche nicht. So, und zwar fangen wir direkt an, letzte Woche erst veröffentlicht, und zwar von Einheld. Man muss dazu sagen, momentan sehr viele Handwerkergeräte, Maschinen werden von Einheld richtig zu heftigen Preisen eigentlich rausgeballert hier von Amazon. Und dementsprechend fange ich diese natürlich auf und teile diese mit euch. Habe ich das Ganze für 43,63 für euch bereitgestellt, und wir sehen es hier, das Ding war mal kontinuierlich hier bei 95 Euro und dann auf einmal, komischerweise, hat Amazon sich gedacht, wir machen mal den Lager leer und wollen das Ding hier raus haben. Und das ist bis 42,97 gefallen, also noch 1 Euro knapp drunter, unter dem Preis, wie ich das zur Verfügung gestellt habe. Gab ab und zu hier Lieferschwierigkeiten. Stand jetzt ist es derzeit nicht mehr verfügbar. Es kann sein, dass es auch wieder reinkommt. Aber mal kurz dazu gesagt, was kann man hier oder konnte man hier quasi für einen Resellergewinn machen? Und zwar Idealo-Preis 80 Euro, eBay-Vergleichspreise ab 89 Euro, ja, und dementsprechend hier ab 20 Euro Reseller-Gewinn. Also sehr, sehr cooles Ding für sehr guten Preis und dementsprechend sehr guten Reseller-Gewinn. Kommen wir zum nächsten Produkt direkt. Und zwar so ein WMF Basic Wasserkaraffe. Benutze ich tatsächlich selbst, habe ich mir selber gekauft und ist echt optimal. Viele haben Angst, dass der Deckel hier rausfällt, aber das interessiert uns nicht. Im Grunde genommen, WMF hat das ganz gut gemacht und gab es schon zu sehr guten Preisen, muss man dazu sagen. Also wir haben hier, veröffentlicht habe ich das am 9.01. für 15,36 Euro. Wir haben hier öfters mal auch noch niedrigere Preise tatsächlich gesehen, wobei, nee, hier ist das der beste Preis. Ich meine, hier in der Vergangenheit, letztes Jahr ging das sogar bis knapp unter 14 Euro, 13,91, und war dann eine Zeit lang gar nicht mehr verfügbar. Das heißt, man konnte hier teilweise dann Preise von 50 Euro verlangen für diesen Artikel, und dementsprechend auch hier wieder der Fall, 15,36, ich habe es mit euch geteilt, wurde restlos ausverkauft wohl, und jetzt stand jetzt 47,94, wobei ich glaube, es wird sogar günstiger. Tatsächlich für 21,70 ist es wieder verfügbar. Das verkauft selbst Amazon und versendet es dementsprechend. Also es könnte sein, dass es wieder nach unten korrigiert, wie auch hier, und dann sind wir irgendwann wieder bei 15 Euro. Dementsprechend könnt ihr das aber bei eBay und anderen Plattformen verkaufen. So, möglicher Resellergewinn hierzu 10 Euro. Kommen wir zum nächsten Produkt, so ein Blanco Heißwassersystem. Also das kennen vielleicht viele aus der Werbung, ich habe selber sowas noch nicht ausprobiert, aber der Preis ist wirklich gigantisch gewesen, und zwar für 503 Euro. Klingt sehr viel, aber guckt mal jetzt, was der Preis ist. Über 1400 Euro kostet das Ding, und ich kann euch das beweisen. Hier, genau da habe ich das veröffentlicht zu 503 Euro. Es war quasi nur ein paar Stunden online und dann auf einmal war es weg. Entweder war es ausverkauft, wobei hier, ich vermute, Amazon hat das hier verkauft, weil hier das Gelbe noch Amazon gewesen ist, und dann hat es jemand anders weiterhin angeboten für 1350 Euro, und dementsprechend gerade ist es bei 1400 Euro
Also echt bombastisch, wer hier zugeschlagen hat und was geliefert bekommen hat, der möge gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob er denn wirklich was bekommen hat oder nicht, weil das wäre natürlich ein gigantischer Reseller-Gewinn. Ich habe das Ganze hier mit 200 bis 300 € angegeben pro Verkauf. Echt krass. Also deswegen war es auch sehr schnell weg. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist ein Lego-Set. Lego Technik sehen wir hier. Übrigens hier eine spanische Seite. Da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr hier eure Umsatzidentifikationsnummer hinterlegt. Dementsprechend könnt ihr dann umsatzsteuerfrei kaufen. Stand jetzt haben wir hier einen Preis von 104 €. Veröffentlicht habe ich das für 49 €. Würde man umsatzsteuerfrei kaufen, hätte man das sogar für 41,91 € oder 41,94 € bekommen. Und ihr seht es hier, genau so ist es auch hier gewesen. Genau da habe ich es euch geteilt und dann ist der Preis wieder hochgesprungen und dementsprechend profitabel zum Weiterverkauf. 10 bis 20 € habe ich angegeben, aber da war sicherlich mehr drin, vor allem hier im Weihnachts- oder Neujahrsgeschäft, weil Stand jetzt ist das Ding hier recht hoch, zumindest hier bei Amazon in Spanien. Kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar war das ein Set von HyperX Streaming Box, also ein Mikrofon, ein Standmikrofon und ein Headset. Ja? Das Ganze gab es bei Otto für 59,99 €, also dementsprechend recht profitabel zum Weiterverkauf, weil die Preise bei sowohl Amazon als auch bei eBay lagen ja, bei 150 €. Wir haben gerade 130 €, auch wenn das für 130 € verkauft wäre oder man könnte es für diesen Preis anbieten. Dann hätte man hier immer noch Gewinn gemacht. Ich habe hier einen möglichen Reseller-Gewinn zu dem Verkaufspreis von 150 €, wenn man es tatsächlich sogar getrennt verkaufen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Set so auch geliefert wurde oder ob das zwei getrennte dann Artikel waren. Dementsprechend konnte man hier 40 bis 60 € Reseller-Gewinn machen. So, dann haben wir das nächste hier von Sharkoon, so eine Maus, eine Computermaus. Und auch hier gab es echt einen lukrativen Preis von 17,99 €. Ihr seht es hier, da habe ich auch das Ganze veröffentlicht am 18. Dezember. Und es gab ein paar Mal diese Absacker nach unten für 17,99 €. Stand jetzt ist der Preis bei 39,79 €, zumindest bei Amazon. Bei eBay war das ungefähr um die 47 € stand dem Post. Da konnte man, wie gesagt, ungefähr 10 € Reseller-Gewinn realisieren. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar eine Razer-Tastatur haben wir hier für 99 € angeboten bekommen von Amazon. Stand jetzt 162 €. Wir gucken mal unter anderen Verkäufern. Ja, tatsächlich sogar jemand bietet es für 150 € an. Und so um den Dreh habe ich das auch kalkuliert, also ein möglicher Reseller-Gewinn von 20 € und wir können hier nochmal schauen, genau da habe ich das Ganze für euch bereitgestellt, 99,99 € und dementsprechend hat sich das Ganze nach oben korrigiert und bleibt bis jetzt stabil. So, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar eine Microsoft Surface Pen und also so ein Stift und eine Maus. Das Ganze gab es schon mal. Und tatsächlich habe ich das euch auch schon mal mitgeteilt. Nun gab es das nochmal und ich habe das für 58,87 € gezeigt am 14.12. Das war ungefähr hier. Genau, da ungefähr. Ne, Moment. 14.12. Ja, da. Genau. Da war das gleich zu Anfang. Es hat leicht nochmal nach unten korrigiert und ist dann wieder hochgegangen. Stand jetzt haben wir das sogar bei 112 €. Also würde man das ungefähr getrennt verkaufen, auch wie bei dem letzten Deal. Oder auch zusammen könnte man hier einen Reseller-Gewinn von 30 bis 40 € erwirtschaften. Kommen wir zum nächsten Produkt. Bose Soundlink, so eine Bluetooth-Lautsprecher. Auch den gab es zu einem unschlagbaren Preis von 104,99 €. Es war hier, genau hier, da waren es die Preise. Ich sehe das hier, das ist ein Deal vom 8.12. Auch genau da, wo es war, da hat es ein paar Sprünge gegeben, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Und jetzt stand jetzt, bieten es sehr viele Verkäufer an. Ich denke mal, hier sind auch einige dabei, die auch hier zugeschlagen haben.
weil man es nicht neu anbieten darf, aber gebraucht anbieten darf. Bei Amazon verkaufen es auch viele als gebraucht, aber im Zustand wie neu, und dementsprechend ist der günstigste Verkäufer hier bei 176 Euro. So um den Dreh habe ich das auch kalkuliert. Resellergewinn von 20 bis 30 Euro realistisch. Kommen wir zum nächsten Produkt, wieder ein Produkt von Einhell, so ein Batterieladegerät. Ja, tatsächlich habe ich hier mich verschätzt, wobei hier, ich gehe mal so auf 3 Monate, aber wir können auch das Ganze auf ein Jahr schauen, ja. Es gab ab und zu schon mal solche Sprünge, die zu 50 Euro runtergegangen sind, jedoch hat das Ganze immer gut nach oben korrigiert. Stand jetzt ist das veröffentlicht worden von mir mit 55,07 Euro, ja, wer hier gekauft hat, konnte zumindest bei Amazon stand jetzt noch keinen wirklichen Gewinn realisieren, weil es ist einfach am Boden geblieben. Ja, es wird immerhin weiterhin noch so von Amazon angeboten, wobei der nächste Verkäufer, meine ich hier, das Ganze schon als gebraucht sogar für 67 anbietet. Also rein theoretisch, wenn Amazon das Ding ausverkauft, könnte es sein, dass es dann auch preislich wieder nach oben geht. Aber Stand jetzt ist es leider noch beim alten Preis. Also hier ein möglicher Resellergewinn von mir geschätzt, 10 Euro, ja, Stand jetzt vielleicht bei eBay könnte man das verkaufen. Kommen wir direkt zum nächsten Produkt. Nochmal so ein Sharkoon-Produkt, und zwar eine Tastatur. Für 73,67 wird Stand jetzt angeboten. Ein anderer Händler wird das sogar hier für 72 anbieten. Veröffentlicht habe ich es genau hier bei 44,90. Also rein theoretisch möglicher Resellergewinn von 20 Euro. Stand jetzt sieht es sehr gut aus und dementsprechend kann das hier bei Amazon sowohl aber auch bei eBay weiterverkauft werden. Kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar eine Logitech-Maus. Ihr seht es hier, Maus-Tastatur, das sind Produkte, die wirklich auch laufen und die richtig profitabel sind in dem Sinne. Und diese Maus habe ich gezeigt und euch geteilt für 37,88. Und was haben wir hier momentan? Ja, 62,99. Gucken wir mal andere Verkäufer. Ja, da geht es nur noch nach oben zu 70 Euro weiterhin. Möglicher Resellergewinn 15 bis 20 Euro habe ich etwa angegeben. Vollkommen realistisch Stand jetzt und dementsprechend sehr profitabel gewesen für alle, die dies dazugeschlagen haben. So, kommen wir zur nächsten Maus, und zwar eine Razer-Maus. Diese habe ich euch gezeigt zu einem Preis von 17,05 Euro. Echt bombastisch der Preis, ja. Stand jetzt wird das Ganze hier nur gebraucht. Oh ne, einer bietet es hier auch neu an, ein bisschen über 40 Euro. Ansonsten haben wir hier das nächste hier bei 45 plus Versandkosten und so weiter. Also wenn man hier für 17,05 Euro gekauft hat, was ja rein theoretisch, das ist dieser eine Deal, wo man nur mit einem Business-Konto das Ganze kaufen konnte. Und zwar ab 2 Stück käme man auf diesen Preis hier. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat natürlich alles richtig gemacht, aber man hat es hier mit einem Businesskonto machen müssen. Das habe ich natürlich dazu geschrieben. Generell, wenn hier irgendwelche speziellen Voraussetzungen sind, um auf einen Preis zu kommen, werde ich natürlich hier mit euch das Ganze auch teilen. So, und gucken wir schon den nächsten Deal an, und zwar ist das hier eine Tribit, auch so ein Bluetooth-Lautsprecher. Stand jetzt bei knapp 60 Euro. Was habe ich hier, als ich das veröffentlicht, angegeben? 37,88. Also es war ungefähr, ja, Moment, da muss ich noch ein Stück sogar weiter zurückgehen. Ich sehe den Preis ja hier gar nicht. Es kann sein, dass es durch einen Gutschein gelaufen ist oder so. Das kann natürlich sein, aber Stand jetzt hat es sich definitiv gelohnt, denn ich habe das ungefähr mit 10 Euro Resellergewinn angegeben und dementsprechend voll realistisch, weil hier die Preise gehen nur nach oben. Amazon selbst verkauft es für 61. Hier gibt es einen Verkäufer, der das Ganze für 60 Euro knapp verkauft. Genau, also bis auf ein Deal gab es hier wirklich nur profitable Deals. Dementsprechend, falls du auch solche Deals bekommen möchtest und Gewinn bringen, kaufen und wieder verkaufen möchtest, dann findest du die Beschreibung, wie du dich für den Newsletter kostenlos anmelden kannst, unten in der Videobeschreibung. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.